Du hattest mich gefragt, ob ich dir zeigen kann, wie du deine Seite optimieren kannst, um bei Google besser zu ranken. Lass uns reinstarten. Ich weiß aus erster Hand, dass für euch SEO extrem wichtig ist. Wir hatten witzigerweise mal einen Kunden, der genau das gleiche macht wie ihr, aber wesentlich größer ist. So, wie ist eure Sichtbarkeit aktuell? Ihr hattet hier einmal einen Ausflug nach oben. Ja, ansonsten ist es hier natürlich schon auch noch, muss man ehrlicherweise sagen, ein Marginalbereich, in dem ihr euch bewegt rein vom organischen Traffic her. Was gut ist, ihr habt Rankings für die richtigen Keywords, ja. Da sind auf jeden Fall die dabei, die eurem Geschäftszweck sehr dienlich sind. Ansonsten wäre hier natürlich interessant zu wissen, warum es hier seit mehreren Monaten oder Jahren eben stagniert. So, was würde ich verbessern? Nummer 1, erstmal Thema Ladezeit. Ja, das ist wirklich unter ferner Liefen hier, das ist gar nicht gut. Das liegt größtenteils an eurem WordPress-Setup, an eurem Elementor-Setup und generell, wie ihr Plugins nutzt. Aber da müsst ihr als allererstes mal ran und gucken, dass ihr hier eine anständige Ladezeit auch hinbekommen, weil das ist viel zu viel. So, dann habe ich gesehen, ihr rankt auch mit dem ein oder anderen Blogbeitrag und der ist auch echt gut, der ist gut geschrieben. Aber auch wenn ich mich dafür interessiere, ihr müsst schauen, dass ihr hier noch ein wenig mehr in Content Design investiert. Ja, weil das ist eine absolute Textwüste, das liest sich auf dem Handy keine Sau durch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch sehr hohe Absprungraten einfach habt. Also geht hier nochmal drüber, Bilder, Absätze, alle 3 Zeilen ungefähr, interne Verlinkungen und gebt diesem Blogbeitrag einfach eine faire Chance, auch wirklich gelesen zu werden, weil das ist hier noch nicht der Fall, auch wenn sehr, sehr gute Inhalte da drin sind, muss man sagen. Nächste Sache, es fehlt einfach auf sämtlichen Seiten wirklich an den On-Page-Basics. Ja, teilweise fehlen die Metadaten. Ich habe das Gefühl, bei manchen Seiten wurden noch nicht mal richtig Keywords festgelegt, für die man ranken will. Heißt, macht erstmal eure On-Page-Hausaufgaben und dann könnt ihr auch ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr habt schon sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen und ihr rankt auch sehr gut dafür, dass ihr eben noch wenig macht. Was ihr auch gucken müsst, ist bei den Kategorieseiten und bei den Blogbeiträgen und so, dass ihr auch eine anständige Überschrift habt. Ansonsten würde ich echt noch ein bisschen Zeit und Mühen in Usability investieren. Das heißt, wenn ich erstmal hier drauf komme auf so eine Seite, ja, aus der Suche und dann hier einen kompletten Screen voll mit irgendwelchen irrelevanten Sachen zu meiner Suchanfrage sehe, dann ist es nicht gut. Ja, heißt, das hier oben verbessern, dann hier das Logo vielleicht ein bisschen kleiner, das ist schon ziemlich fett, ja, und gucken, dass man einfach auch relativ schnell, ohne dass ich ewig lang scrollen muss, hier schon mal reinstartet in euren Content. Genau, ultra wichtig, Nutzererfahrung auf Mobil bitte auch optimieren. So, dann habe ich noch 3 Quick Wins, auch für hier auf dem Blog, gilt aber auch für die Kategorieseiten etc. Bitte intern verlinken, ja, vom Blog auf die Hauptseiten, von Hauptseiten auf die Blogs untereinander etc. Da kann man einfach mit wenig Aufwand sehr, sehr, sehr viel an Rankings noch rausholen. Dann Thema 2, bitte schaut, wie ihr euch in den Suchergebnissen darstellt. Ihr habt schon echt coole Rankings, ja, zum Beispiel gesunde Fertiggerichte online bestellen. Das ist das Top-Notch-Ranking, das ihr haben könnt. Aber wenn ihr euch so darstellt in den Suchergebnissen, gehe ich davon aus, ohne eure Daten zu kennen, dass ihr eine sehr schlechte CTR einfach habt. Heißt, was könnt ihr tun? Schaut, was ihr hier noch aus der Title-Copy rausholen könnt. Schaut, was ihr an strukturierten Daten rausholen könnt. Und guckt einfach, dass ihr euch vom physischen Volumen einfach viel, viel größer hier auch macht. So, dann last but not least, ihr braucht mit Sicherheit, das kann ich euch aus Erfahrung sagen, noch mehr Backlinks einfach. Ihr habt hier schon einen guten Grundstock an Links, aber um da wirklich langfristig auch in diesem sehr schwierigen Ernährungsbereich SEO-mäßig eine Chance zu haben und eine Rolle zu spielen, müsst ihr einfach auch noch in Linkbuilding investieren. Das ist schon gut, aber noch nicht gut genug. Hast du auch Bock, dass ich mir deine Seite anschaue? Dann lass mir einen Kommentar mit deiner Domain hier. Ich freue mich, denn